Hi Leute, Jigsaw hier. Wenn ihr euer iPhone auf euren Computer spiegeln möchtet, funktioniert das am besten und stabilsten mit einem USB-Kabel. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das machen könnt, ohne von eurer Internetgeschwindigkeit abhängig zu sein. Los geht's! Wenn ihr mehr Funktionen benötigt, um zum Beispiel eine Bildschirmaufnahme aufzunehmen oder euer iPhone vom Computer aus zu steuern, dann empfehle ich euch, eine Software zu installieren. Mit dieser Software könnt ihr zum Beispiel den Bildschirm spiegeln, sowohl mit Android als auch mit iOS-Geräten, ihr bekommt den Ton von eurem iPhone übertragen und vor allem könnt ihr auch das iPhone vom Computer aus steuern. Die Software ist sowohl für Macs als auch Windows-Computer verfügbar. Den Link zum Programm findet ihr unten in der Videobeschreibung. Obwohl das Programm eigentlich kostenpflichtig ist, könnt ihr die Software kostenlos herunterladen, sodass ihr testen könnt, wie die Software funktioniert, ohne dafür zahlen zu müssen. Später zeige ich euch, welche Funktionen kostenlos und welche Funktionen nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar sind. Nach dem Herunterladen der Installationsdatei folgt den Anweisungen zum Installieren der Software. Wenn ihr das Programm gestartet habt, empfehle ich euch zunächst, einige Einstellungen zu ändern, damit ihr auch eine gute Qualität bei der Übertragung habt. Klickt dazu links auf die drei Punkte, dann auf Einstellungen und anschließend auf Allgemeine Einstellungen. An dieser Stelle sind einige Einstellungen mit der kostenlosen Version nicht verfügbar. Zum Beispiel könnt ihr leider nicht das Wasserzeichen entfernen, Audio aufnehmen und auch leider nicht die maximale Auflösung von 1080 Pixeln aktivieren. Ihr könnt aber das Aufnahmeformat ändern und auch den Ordner einstellen, wo ihr die Aufnahme speichern wollt. Jegliche Einstellungen, die ihr hier verändert, werden automatisch gespeichert, sodass ihr einfach zurück zum Startbildschirm wechseln könnt. Wählt hier dann euer iPhone aus und dann könnt ihr zwischen einer WLAN-Verbindung oder einer USB-Verbindung wählen. Wenn ihr eine stabilere Verbindung bevorzugt, die nicht von eurer Internetgeschwindigkeit abhängt, könnt ihr in den USB-Modus wechseln. Verbindet dann euer iPhone mit eurem Computer über ein originales oder MFI-zertifiziertes Kabel. Klickt auf eurem iPhone auf Vertrauen und gebt euren Gerätecode ein, um die Verbindung zu bestätigen. Das Vertrauen zwischen euren Geräten ist jedes Mal erforderlich, wenn ihr euer iPhone im USB-Modus verbindet. Zu Beginn werdet ihr möglicherweise aufgefordert, notwendige Treiber zu installieren. Folgt dafür einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach der Verbindung sollte der Bildschirm eures iPhones automatisch im Dashboard des Programms gespiegelt werden. Nach dem Spiegeln könnt ihr oben auf Anpinnen in der Symbolleiste klicken, um das Fenster über den anderen offenen Bildschirm zu halten. Ihr könnt es auch im Vollbildmodus anzeigen. Mirror 2 passt sich auch automatisch an die Ausrichtung der App an, die ihr auf eurem iPhone geöffnet habt. Wenn ihr zum Beispiel eine horizontal ausgerichtete App öffnet, wie das bei den meisten Spielen der Fall ist, wird der Bildschirm der Software entsprechend angepasst. Außerdem könnt ihr in dem Programm auch mehrere Geräte verbinden und deren Bildschirme übertragen. Neben dem Spiegeln eures iPhone-Bildschirms könnt ihr ihn auch aufnehmen. Um die Aufnahme zu starten, klickt auf das Videokamera-Symbol im Seitenmenü. Wenn ihr alles aufgenommen habt, was ihr benötigt, klickt erneut auf die Videokamera, um die Aufnahme zu beenden. Die aufgezeichnete Datei wird automatisch an dem von euch in den allgemeinen Einstellungen angegebenen Ort gespeichert. Klickt einfach auf Ordner öffnen, um eure Bildschirmaufnahme anzusehen. Okay, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen habt oder euch wünscht, dass ich ein Video zu einem anderen Thema aufnehme, dann einfach in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal, ciao!